Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Path of Exile. Ja, weiter geht's mit der kleinen Bogenschützin hier. Die letzten Tage gab es ja keine Videos. Gut, am Wochenende ist das bei mir ja nicht ungewöhnlich, aber ich meine sogar Donnerstag und Freitag ja auch nicht. Ja, woran hat's gelegen? Ich habe selber viel mir angeschaut. Die ganzen Streamer habe ich mir angesehen und die Alpha-Erlebnisse. Ja, ganze Menge das, was ich erstmal verdauen musste. Das ist doch alles schon sehr unübersichtlich und ganz ehrlich, mir gehen die Labyrinthe jetzt schon so ein bisschen auf den Nerv. Ja gut, wollen wir nicht meckern, bevor es online ist. Ja, ich bin unsicherer denn je, was ich denn letztendlich in der nächsten Liga spielen werde. Aber ich habe mir schon die ein oder anderen Gedanken gemacht und am Ende des Tages, was soll's? Ich habe ja noch einen anderen Charakter, der hier gespielt werden möchte. Ja, jetzt hole ich mir erstmal Warrior's Blood. Einen Punkt hatte ich mir offensichtlich noch geholt, wo auch immer. Ich denke mal, ich habe den ergrindet. Ich muss gestehen, ich habe selber auch total den Überblick verloren, wo ich mit dem Charakter hier eigentlich war, was ich gemacht habe. Das ist der Nachteil, wenn man sich so viele Sachen überlegt, so viele Builds im Kopf jetzt hat. Gut, offensichtlich war ich aber im Lunaris-Tempel und ich denke mal, es soll jetzt Piety auf dem Programm stehen. Habe ich mir gleich wieder was Schönes ausgesucht für den Teil. So, ich war schon mal so frei und habe meine Auren aktiviert und meinen Golem herbeigerufen. Ich schaue mal gerade, ob ich ansonsten alles so habe, wie ich das wollte. Das sieht alles gut aus. Ja, ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu lange rumgetrödelt. Sind ja jetzt nur noch, ich weiß gar nicht, 4 Tage oder so. Wie lange geht die Liga noch? Irgendwie sowas. 4 Tage, glaube ich. Ja, das ist nicht viel. Das ist wirklich nicht mehr viel. Ich hoffe, ich schaff's noch. Ansonsten muss ich einfach unglücklich versterben. Nein, das will ich eigentlich vermeiden. Eigentlich müsste ich auch gerade ganz gut dastehen, was Schaden und Lebensfähigkeit und dergleichen angeht. Aber jetzt stehen ja auch dann wieder mit Piety und Dominus dann doch so, ja, jetzt keine schweren, ja doch, durchaus ernstzunehmende Hürden im Weg. Alles Kämpfe, die man schaffen kann. Nichts, wo man wirklich Angst vorhaben müsste, aber auf der anderen Seite auch durchaus Sachen, die man nicht unterschätzen darf. Gerade Piety ist auch so eine Kandidatin, die ist bei unvorsichtigem Spiel dann doch auch immer für einen Tod gut. Also gerade wenn Piety in ihrer Eisform ist, sollte man jetzt nicht überheblich werden. Da schadet es nicht, selbst wenn man hochstufig ist und eigentlich Piety relativ gut weghauen sollte. Selbst dann sollte man vor diesen Eisattacken sich durchaus in Acht nehmen. Es ist mir mal aufgefallen, auch mit meinem... müsste meine Reaverin gewesen sein, die ja auch wirklich richtig mörderguten Schaden hatte. Gut, die war sowieso jetzt nicht so mörder-tanky dabei. Eher gar nicht. Aber im Grunde so mit normalem Spielcontent ging es eigentlich. Das wurde erst so ab einer gewissen Map-Stufe, musste man halt dann doch ein bisschen das Tempo rausnehmen und lieber ein bisschen vorsichtiger spielen. Ansonsten waren die EP schneller weg, als man sie bekommen hat. Ja, selbst mit der habe ich ja, da habe ich ja etliche Piety-Runs auch gemacht. Und ja, nicht oft, aber hin und wieder hat Piety mich da echt erwischt. Das, obwohl ich da doch, weiß ich gar nicht, Stufe 80 oder so war, glaube ich. Jetzt habe ich, glaube ich, genug Bange gemacht vor dem Kampf. Am Ende des Tages, glaube ich, wird er doch nicht so spektakulär werden. Ich werde also auch vor allen Dingen mein Totem einiges an Arbeit machen lassen, mich schön ein bisschen im Hintergrund halten, wenn die Eisform kommt, zusehen, dass ich Land gewinne. Zumal meine Resistenz gegen Eis auch nicht gecapped ist. Die ist, glaube ich, habe ich gerade nachgeguckt, bei 64% rum. Ich überlege schon die ganze Zeit, ob ich eigentlich jetzt irgendwelche Eindrücke schon ansonsten noch von der Alpha posten, nicht posten, ob ich die jetzt kommentieren soll. Ich habe gerade noch so ein bisschen Eindruck, je mehr ich gucke, desto weniger weiß ich drüber. Ist schon einiges, was es da jetzt Neues zu bedenken gibt und ich glaube, es war auch nie so, so angesagt, einfach auch mal Dinge auszuprobieren. Ich glaube, es kann auch keiner wirklich sagen, was richtig stark sein wird. Mit den neuen Subklassen, da gibt es einfach so wahnsinnig viele Optionen, so wahnsinnig viele Möglichkeiten, wo dann auch am Ende immer die Frage steht, tun die sich eigentlich groß was im Unterschied?
Was mir auf jeden Fall schon mal aufgefallen ist, es scheint so zu sein, dass wirklich viele, viele Sachen sehr, sehr stark sind. Also ich habe vor allen Dingen viele Streamer gesehen, die mit Blitzangriffen unterwegs waren. Durchaus mit unterschiedlichen Herangehensweisen. Ist auch so eine Richtung, in die ich gerade auch so ein bisschen tendiere, wo ich auch mich, also zumindest erstmal so zum, oh, Warlaub, schön. Zumindest erstmal so zum Leveln am Anfang. Ja, der Stormcall wird exzessiv genutzt im Moment und ja, ich mochte den Skill früher schon eigentlich immer ganz gerne. Ist eine Weile eingeschlafen. Als der neu rauskam, weiß ich, da habe ich direkt erstmal einen Charakter damit gemacht und hatte da auch viel Spaß mit. War mal das Problem, so richtig mördergut war der Skill nicht. War halt aber lustiges Spielgefühl. Ich glaube, das haben sie noch eleganter hinbekommen jetzt. Ich sag nur Less Duration. Das ist letztendlich das, was den Skill auch so wahnsinnig nach vorne gebracht hat. Die Änderung von Less Duration, für die, die es nicht mitbekommen haben, Less Duration reduziert jetzt nicht nur die Zeit, die irgendwas braucht, sondern gibt sogar noch einen More Damage Multiplikator. Fusing, ist wieder Orbzeit angebrochen hier. Blood Rage, okay. Also wie gesagt, Stormcall wird viel gespielt. Dann habe ich jetzt zuletzt ein paar Experimente gesehen mit, ich will mal hier Combo Blitz sagen. Wie heißt der denn? Spark. Dann Crip. Hat mich übrigens sehr gefreut, Crip mal wieder bei Path of Exile zu sehen. Ich weiß, der ist auch ein bisschen polarisierend, aber ich mag ihn sehr gerne. Ich gucke mir gerne Videos von ihm an. Und der hat am Anfang mit Arc gespielt, was auch ziemlich gut aussah, zumindest gegen Gruppen. Als Single-Target nicht ganz so toll. Dann nachher die Transfusion zum Discharger. Ich muss sagen, das fand ich doch sehr faszinierend. Zumal ich selber auch schon mal vor langem darüber nachgedacht habe, wäre das nicht was, Volt's Protector Discharge, und zwar ohne diesen ganzen Cast on Crit-Aufsatz, sondern einfach so ganz schnöde, warum nicht einfach selber casten? Gut, es gibt gute Gründe, warum man das nicht selber machen sollte. Sehr hoher Mana-Verbrauch, und ja, und eigentlich. In erster Linie spart man was am Mana. So. Ja, wie gesagt, fand ich ziemlich spektakulär und auch ein ziemlich guter Build. Das Problem bei der Sache ist, es ist halt schon auch so, man braucht dann halt wieder einen Vault's Protector. Gut, man muss eh erstmal eine ganze Weile leveln, bis man so weit hinkommt. Aber dann verpflichtet man sich gleich wieder. Auf der anderen Seite, Vault's Protector ist auch eher ein günstiges Item, was man, denke ich, ganz gut bekommen kann. Ja, wir werden sehen. Ich denke, ich werde gleich noch ein bisschen was dazu erzählen, über meine Eindrücke, die ich so gesammelt habe. Aber jetzt konzentriere ich mich gerade erstmal auf Piety. Ich glaube, da sollte ich jetzt nicht zu sehr mich selber ablenken. Das wäre jetzt fatal. So. Auf jeden Fall kriege ich die erstmal eine Ballista vor die Füße gesetzt. Eisform. Sozusagen ist der Schaden sehr gut. Die Feuerform sollte ich tanken können, wenn es sein muss. Alles gut. Okay, ansonsten nichts Spannendes mehr. Okay, so, jetzt habe ich die Spannung vorhin so aufgebaut mit Piety, dass es am Ende dann doch relativ easy war. Aber es sind auch wieder so Sachen, häufig sind solche Kämpfe auch nur dann einfach, wenn man sich entsprechend selber in den geistigen Zustand versetzt. Achtung, nimm es nicht zu leicht, es könnte böse werden. Ja, Evasion eigentlich schön, Geschick brauche ich nicht unbedingt, der Rest taugt aber auch wirklich nichts. Onyx, Movement Speed, Rarity, keine Resistenzen, keine Lebenspunkte. Ja, meine Schuhe sind ansonsten noch sehr mediocre. Da lässt sich doch noch einiges machen, denke ich. Egal, passt schon soweit. So.
So, weiter geht's. Zusehen, dass ich die Restzeit nutze. Ich hoffe, ich werde auch noch... muss ich gestehen, ich habe zwischendurch auch selber noch ein bisschen rumgetestet. Mit den Skills, so wie sie aktuell sind, was man da so rausholen kann. Für die Interessierten, Bladefall, Blade Vortex, Firestorm und Shockwave Totem. Das sind so im Moment meine Favoriten. Zumindest Stand jetzt, ohne die Skills im Einzelnen wirklich ganz genau nachlesen zu können. Ich meine, ich habe gesehen, da bin ich mir relativ sicher, dass Bladefall genervt wurde. Ich meine, ich hätte irgendwas gelesen, 30% weniger Schaden, Grundschaden über alle Level, vermute ich mal. Was schon ein ziemlich herber Einschnitt wäre, aber immer noch den Skill durchaus nicht unspielbar macht. Gut, er ragt nicht mehr ganz so raus. Im Moment, denke ich mal, dürfte Bladefall somit das Stärkste sein, was man nehmen kann. Blade Vortex ist auch schwer genervt worden. Nach allem, was ich mitbekommen habe, trifft er jetzt nur noch einmal pro Umdrehung, nicht mehr zweimal. Also quasi die Anzahl der Treffer. Und das ist ja das, worum es eigentlich bei Bladefall ging. Das wurde halbiert und das ist natürlich schon auch ziemlich markant. Ja, das waren aber auch zwei Änderungen, sag ich mal, die absehbar waren. Da musste man jetzt kein Prophet sein, um davon ausgehen zu können, dass da irgendwas passieren muss, ja fast schon. Dann wurde auch der ganze Feuer-zu-Gift-Kram ein wenig entschärft. Consuming Dark hat jetzt... Aber wie waren es denn vor? Ich glaube, hat jetzt nur 50% Konvertierung. Irgendwie sowas. Also hier sind schon so ein bisschen an die Top-Builds rangegangen, die aktuell kursieren. Von daher, eigentlich hatte ich ursprünglich überlegt, sowas zu spielen. Halt getreu dem Motto, was letzte Liga richtig gut war, kann diesmal nicht so ganz schlecht sein, wenn die den Skill nicht komplett ändern. Ja, ich bin mir unschlüssig. Mache ich die Library oder mache ich die Library nicht? Ich gucke mir erstmal meinen Bogen hier an. Na, Elementarschaden ist ganz nett, aber der Rest taugt auch nicht viel. Ich lasse die Library jetzt erstmal weg. Ich konzentriere mich lieber, aber dann frage ich mich auch, warum bin ich denn dann hier lang gelaufen, Mensch. Ich konzentriere mich jetzt auf Dominus erstmal. Dann habe ich noch ein bisschen in die Nahkampfsachen, aber auch wirklich nur ganz leicht reingeschnuppert. Da kann ich noch gar nichts zu sagen, weil ich tatsächlich selber jetzt erstmal in der nächsten Liga keine Lust auf Nahkampf habe. Der Junge ist auch nicht so ganz ohne. Alles gut. Da sah Earthquake doch auch ziemlich spektakulär aus. Ein bisschen langsam. Aber, ach Gott, ich weiß gar nicht, ich habe so viele Streamer gesehen in letzter Zeit. Ich weiß nicht, wer es war. Irgendjemand von den Bekannteren hatte auf jeden Fall Earthquake mit einem Maoi zusammengespielt. Dieser brachiale Zweihandhammer. Das Problem war, deswegen fand ich das sehr schwer einzuschätzen. Das sah ziemlich cool aus letztendlich, auch wenn es dann, was auch am Hammer liegt, ziemlich langsam war von der Optik. Also es wirkte behäbig, kam aber ziemlich gut voran, weil es auch den Gewildschirm mit einem Schlag mal leer gefegt hat. Das Problem ist, Maoi immer als Referenzwaffe zu nehmen und dann auch noch irgendwo normal im Spielfluss, also jetzt nicht irgendwo auf Maps oder so, sondern irgendwo auf Merciless, Akt 2 war es, glaube ich, oder so, und dann mit dem Hammer. Ja, ich denke mal, mit dem Hammer, da bräuchte, also mit dem SMAO, RQG oder irgendwie so, da braucht man fast gar keinen Skill, um irgendwie cool auszusehen, was den Schaden angeht. Der ist für den Stand einfach mit das Stärkste, glaube ich, was man da nehmen kann im Nahkampfbereich. Von daher zweifelhaft, wie das dann eventuell aussieht, wenn man entweder nicht direkt diese Top-Waffe hat, mit der man auch im Grunde das Spiel beenden könnte. Zwar nicht die absolut beste Waffe, aber da gibt es wenig, was da besser wird. Wenn man mit der Waffe agiert, dann noch einen Flächenangriff benutzen kann, dann, wie gesagt,
dann wirkt das im normalen Spielfluss Akt 2 auf jeden Fall immer mega stark. Ich bezweifle, dass das so ohne weiteres auf hohen Maps ähnlich ist. Wie gesagt, da sind doch eigentlich die meisten Builds, die ich, was ich so rausgesehen habe, die im Endgame, gerade im richtigen späten Endgame noch was reißen, sind Charaktere, die in irgendeiner Weise ziemlich schnell sind. Entweder sehr schnell angreifen können, so Cyclone-mäßig. Halt. Ich glaube, Cyclone ist sowieso nach wie vor, dürfte nach wie vor das Nonplusultra im Nahkampfbereich sein. Der überragt halt einfach alles andere, weil der, er bringt alles mit, er hat eine Flächenwirkung. Gut, die ist nicht riesig groß, aber immerhin hat es eine. Wir treffen sehr, sehr oft, wir haben einen sehr guten Schaden. Ja, im Grunde, das Einzige könnte man auch sagen, gegen Einzelgegner könnte vielleicht sowas wie Double Strike oder so besser sein, weil noch schneller. Das wäre so der Klassiker eigentlich. Double Strike, eine hohe Crit-Waffe, Einhand und dann ein Dolch, irgendwas und dann richtig zügig draufhauen. Gut, aber selbst das ist wahrscheinlich nicht so stark letztendlich. Macht zwar mehr Schaden, aber nicht so verlässlich wie ein Cycloner. Ja, ich komme gerade von Höchstgen auf Stöckskin, merke ich. Aber ungefähr so geht's gerade in meinem Hirn ab. Gerade wenn man nicht wieder denke, oh, das wäre eine coole Idee, dann denke ich da kurz drüber nach und stelle fest, na, vielleicht ist das doch nicht so gut. Was gibt's denn noch? Und dann ist auch schon direkt die nächste Idee wieder geboren. Oh, nee. Auf den Trapper habe ich keine Lust. Weil ich gestehen muss, die letzten Male, wo ich den besiegt habe, ging's eigentlich. Ich kann mich aber dran entsinnen, der hat mir schon mal irgendwann das Leben sowas von zur Hölle gemacht. Also mit das erste Mal, wo ich den getroffen habe, da hat der mich also wirklich völlig auseinandergepflückt. Da war ich selber überrascht, was der alles drauf hat. Ist nicht gut, da festzuhängen. Ich habe keinen Bock auszuloggen, lass mich da mal durch. Wow. Das war eine sehr unschöne Situation gerade. Muss ich ein bisschen zusammenreißen. Achtung, ich spiele Hardcore und ich bin nicht 1000 Level über dem Gebiet hier. So ein bisschen Vorsicht sollte man da doch walten lassen. Okay, also ganz so furios jetzt bitte nicht. So, einmal durchatmen. Ja, was ich gerade angesetzt habe, bevor ich hier irgendwie dann doch Panik bekommen habe. Das ist das Problem, wenn man so lässig daher quatscht und dann nebenher spielt. Irgendwo muss die Aufmerksamkeit einfach weniger sein. Das ist einfach so ein Naturgesetz. Man kann sich nicht auf alles gleich gut konzentrieren. Okay, back to the Crypt Build. Also der Discharger. Warum fand ich das so spektakulär? Die Idee ist halt genial, weil es in meinen Augen die Assassin-Klasse vom Shadow perfekt ausnutzt. Ist ja auch eine Klasse, die durchaus viel in der Diskussion war und ist. Und ja, ich halte die auch ein bisschen für überschätzt, aber auf der anderen Seite, obwohl sie überschätzt ist, ist sie sicherlich auch mördergut. Und zwar gerade, wenn man sowas spielt, wie das, was Crip sich da ausgedacht hatte. Halt wirklich einen Charakter auf One-Shots auszulegen. Das ist eigentlich, wow, die mit Abstand beste Variante dafür. Einfach um davon zu profitieren, dass man durch den ersten Knoten im Ascendancy-Baum, dass man da sofort 100% more Crit-Chance und auch Multiplier, glaube ich, kriegt. Irgendwie sowas. Also quasi, dass der erste Treffer nahezu immer ein Crit ist. Das ist bis auf ganz, ganz wenige seltene Ausnahmen vielleicht mal so. Und da muss man halt irgendwie noch einen Spruch finden, der in der Lage ist, auch im späteren Verlauf Gegner mit einem Treffer wegzuhauen.
Oder halt zumindest, das wäre dann die zweite Alternative, irgendwas zu finden, was so stark ist, dass man zumindest die Gegner direkt im Low-Life-Bereich hat, dass dann direkt der nächste Punkt triggern kann, wo man das selber dann nochmal für Low-Life bekommt. Dass man halt quasi den Mittelteil des Lebens zumindest bei normalen Gegnern und wahrscheinlich hoffentlich auch noch zumindest Champions, dass man das immer so beibehalten kann. Und das sah mit Discharge ziemlich effektiv aus, muss ich gestehen. Auch wenn der Charakter extrem wackelig war. Gut, aber da könnte man ja eventuell dran arbeiten, wenn man sich da ein bisschen mehr Mühe mitgibt dann. Habe ich überlegt, was könnte man alternativ nehmen? Welcher Blitz oder welcher Spruch hat denn ähnlich viel Schaden? Ich bin mal kurz bei Lightning Trap gelandet, weil Lightning Trap ja eigentlich auch so ein Fire and Forget Skill ist. Was eigentlich ja auch ziemlich praktisch dafür wäre. Dann ist mir aufgefallen, eigentlich ist der Grundschaden davon nicht so wirklich herausragend. Ich hatte den irgendwie besser in Erinnerung. Also der ist kaum besser als von den anderen Blitzsprüchen. Und ich finde, gerade bei Fallen hätte ich eigentlich erwartet, einfach wettzumachen, dass man die nicht so oft... nicht so oft benutzt, sondern halt eigentlich eine Falle wirft und hofft, den Gegner damit zu töten. Dafür fand ich das dann doch ein bisschen schwach, was das an Schaden mitbringt. Gut, jetzt werden die Gegner ja eventuell von mehreren Projektilen getroffen, aber dann ist ja wahrscheinlich auch dann die schöne Crit-Chance wieder dahin. Naja, also wie gesagt, da bin ich dann auch wieder so ein bisschen von weggerückt. War nur so ein Gedanke. Stormcall ist nebenbei dann sicherlich wirklich eine sehr gute Wahl als Single-Target oder halt für Einzelgegner. Wie gesagt, Stormcall habe ich bei fast allen Streamern, die irgendwie im Blitzbereich waren, gesehen. Ich glaube, die haben alle mehr oder weniger irgendwann darauf zurückgegriffen. Wenn sie vielleicht vorher mal einen anderen als Zwischenspurt genommen haben, aber grundsätzlich scheint das das Mittel der Wahl zu sein im Moment. Lebensregeneration her. Das ist ja voll ätzend. Das war nervig. Wo ist denn der Talisman? Lohnt nicht wirklich. Ja, wird schon deutlich härter hier wieder, muss ich sagen. So, ich hatte jetzt was anderes im Kopf, was ich vorhin mal angesetzt hatte, genau. Ich wollte nämlich noch gesagt haben, irgendwas hat Aua gemacht, dass ich dummerweise verpasst habe, obwohl ich doch einige Zeit auch verbracht habe, damit mir irgendwelche Sachen anzugucken hier im aktuellen Stand des Spiels, also quasi auf Standard was rumprobieren. Da hätte man ja clevererweise zwischendurch mal gucken können, vor allem weil das zu schönen Zeiten war, wo eigentlich viele online sein sollten. Morgens ist immer ein bisschen schwierig. Ist besser, wenn es irgendwie in Amerika und den anderen Zeitzonen, wenn es da irgendwie Nachmittag, früher Abend ist oder so. Da habe ich jedenfalls verpasst, mal nachzuschauen. Und jetzt aktuell war kein gutes Angebot für den Lion's Eye Glare online. Waren nur zwei, die überhaupt einen im Angebot hatten. Der eine kostete über einen Exalted Orb und der andere irgendwie 7 Chaos unidentifiziert. Beides, also der Exalted sowieso außerhalb meiner Reichweite und das andere war mir dann zu gefährlich, zumal ich dann sowieso wieder hätte anfragen müssen, ob wir das irgendwie mit Elks verrechnen können oder so. Da hatte ich dann auch keine Lust drauf. Deshalb wollte ich mir von meinem Budget, was ich mir jetzt angespart habe, ja auch noch die Rüstung gönnen. Aber da habe ich ganz klar die Priorität, erstmal einen möglichst guten Bogen kriegen für wenig Währung. Und dann gucken, was für die Rüstung übrig bleibt. Jetzt fall endlich um. Ist ja lästig.
komme ich mir gerade langsam vor beim Schießen. Boss lassen wir da mal stehen. Das lohnt nicht wirklich. Zum einen auch nicht ganz ungefährlich, zum anderen bringt mir das auch nicht viel jetzt. So, letzte Etage. Jetzt wird's ernst. So, komm, nicht von Dominus umhauen lassen. Ascendancy, Ascendancy sein lassen im Kopf und einfach fokussiert auf den Kampf jetzt. Habe ich alles. Ich habe Frenzy, ich habe Tornado Shot, ich habe meine Ballista, ich habe meinen Golem jetzt dabei. Und ich habe meinen Blink Arrow. Okay. Sollte alles. Ich meine, noch komisch, dass man da nicht hochschießt. Ja, okay. Das geht ja auch nicht. Da ist ja Zeug drüber. Ich hoffe, es. Ich habe alles dabei. Und ich hoffe, es klappt. Nächster. Oh. Wo kommen die Blitze von daher? Achso, da ist so ein Totem-Ding. So, wieder einer. Leaf on Fire. Okay, so weit, so gut. Dominus. Er meint erstmal hier cool sein zu müssen, um mit seinem komischen Geisterangriff zu punkten. Schaden könnte minimal besser sein, aber so grundsätzlich geht's noch. Dann hätte ich meine nächsten Skillpunkte mal in Schadensachen investieren. Dann habe ich hier durchaus auch noch so 4 gute Punkte in Reichweite. Sollte die erste Form gewesen sein. So, die Form hat mir zuletzt immer am meisten Probleme bereitet mit meinen Charakteren. Weil man hier einfach so wahnsinnig wenig Platz zum Ausweichen hat. Das macht's echt nicht schön. Sei man ist eh Nahkämpfer, dann ist der natürlich echt ein Traum. Das ist halt so ein Last Man Standing Gegner. Infight und dann gib ihm und dann gucken wir mal, wer mehr aushält. Insgesamt ziemlich gut, wenn ich ich rede gleich weiter. Okay, alles cool. Was soll ich sagen? So, okay, wird schon. Draußen ist irgendwie so ein Tumult. Ich habe versucht, irgendwie mal zu hören, was die da von sich geben. Gut. Also, es wäre hilfreich gewesen, wenn ich irgendwie ein bisschen mehr Leech oder so ein Kram gehabt hätte. Let on cast when damage taken setup wäre auch mal so langsam angebracht. Oh.
mal eben kurz was schauen. 54, 56. Okay. Gott, so viel Krempel hier. Na. Bin unfähig. Hallo? Falschtaste? So. Ich sag doch, ich bin unfähig. So, die Bögen kann ich schon mal hier liegen lassen. Freezes you when activated. Das finde ich jetzt nicht so toll. Ich habe irgendwo aber eine Freeze-Immune-Flasche. Nee, habe ich nicht. Okay, Bleeding, Burning und Schock habe ich, aber nicht auftauen. So, der Schaden gefällt mir gerade nicht. Wieso ist der so schlecht? Okay, wir werden erstmal ein paar Sachen fertig für mehr Schaden. Das ist auch schon mal gut. Und wie gesagt, gleich werde ich Punkte dann definitiv in mehr Schaden investieren. Weil ich wollte jetzt eigentlich schon irgendwie es vermeiden, mir nochmal einen neuen Zwischenbogen holen zu müssen. Eigentlich wollte ich gerne dann direkt auf Lion's Eye Glared wechseln. Ja, 10 Level ist noch was. Andererseits kommt ja auch gleich wieder Dried Lake. Wobei Level 66 in Cruels zu ergrinden ist auch schon wirklich eine Herausforderung. Sagen Zeitverschwendung. Okay, machen wir jetzt nicht Glaskugelleserei. Gucken wir erstmal, wie es läuft. Und ja, ein bisschen was grinden im Dried Lake wäre auf jeden Fall eine Idee. Also Dominus, da wäre ich schon gern so ein paar Level über dem Gebiet dann, gerne. Komm, geh mit der Ballista spielen, nicht mit mir. Gebiet brauche ich eher nicht so. Sagen wir jetzt hier so viele Champions kommen? Das kann natürlich auch sein. Es waren jetzt relativ viele Champions, dass es deswegen so wirkt, als wenn mein Schaden nicht so gut wäre. Wobei die normalen brauchen, je nach Trefferlage, 2 bis 3 Treffer. Da reicht auch einer. Und schon ein bisschen zu lang eigentlich. Mit Tornado Shot, eigentlich sollten weiße Gegner schon mit einem Treffer umfallen. Ja, wie gesagt, als nächstes kommt Schaden dran im Baum. Danke. Wir kaufen nichts. Du darfst gerne noch dazukommen hier, aber deinen großen Bruder, auf den habe ich gerade keine Lust. Ja, vielleicht habe ich generell ja auch Glück im Dried Lake und finde auch das ein oder andere gute Item. Aus der Brücke rauskommen wollen. Wobei, ist ja thematisch schon fast passend da mit dem Wasser unter den Füßen. So, ein Level Up.
glaube, ich habe auch ein bisschen gepennt. Ich sollte hier mal das anmachen, um Frenzy Charges zu bekommen. Das sollte meinem Schaden auch gut tun. So, dann wollen wir mal. Ein Punkt. Holen wir uns erst das hier. Ja, erstmal machen wir hier Fury Balls und danach holen wir uns Aspect of the Eagle. I'm watching you. Bye. Jetzt, wo ich auch im Grunde meinen fast kompletten Weg hinter mir habe, wo man mal jetzt dahin laufe, eigentlich hätte ich mir das schenken können, egal. Ich wollte ja nur zum Händler mein Zeug verkaufen. Yes. So, dann schauen wir mal. Nichts. Physical Damage. Lightning Gems plus 2 ist natürlich schön. Das wäre so ein Zepter, das... Ja, bei 53 ist auch relativ hoch. Aber das wäre so ein Zepter, das hätte ich dann gern in der nächsten Liga, falls ich Blitz spiele. Okay, auch nichts wirklich. Oh, 7 ist 91, Lightning Damage to Spell ist natürlich richtig cool auch. Aber am Ende des Tages, was soll ich mich jetzt noch hier mit Sorcerer-Sachen rumärgern? Das wird diese Liga sicherlich nicht mehr passieren, dass ich so einen spiele. Das heißt, eigentlich kann alles weg hier. Geht jetzt nicht mehr darum, irgendwelche Reichtümer aufzubauen, sondern nur noch hier um möglichst weit noch zu kommen. Oh, ne, da ist der Gürtel, den ich habe, deutlich besser. Ich überlege gerade, kann es sein, dass ich auch noch die beiden Questen aus Akt 2 noch gemacht habe. Ich weiß gerade gar nicht, ob ihr den Gürtel schon kennt. Vielleicht ist der auch neu. Ich meine, ich hatte nämlich noch The Den, oder wie die Quest heißt, gemacht. Und auch noch die entsprechende Side-Quest, wo ich Poacher's Aim bekommen habe. Könnte ich auch nochmal eben zeigen. Ich bin mir nicht sicher, ob ihr das gesehen habt. Ja, Unique Juwel von der... Das ist eine Questbelohnung. Projectiles Piercing und Projectile Damage 10%, das hat beides was für sich. Ja, ist jetzt kein absolutes Must-Have, aber ja, wenn man dann wirklich irgendwie noch einen Drillneck dann mal bekommen könnte, dann wird das ja jetzt auch nicht, das macht den Braten auch nicht richtig fett am Ende. Aber ich denke, es ist auch kein Nachteil. So, Blood Rage dazu, Frenzy Charges. Dann sollte das Ganze schon mal ein bisschen eleganter hier wieder aussehen. Beats Level 55. Ich war 57 jetzt. Okay, 2 drüber. Das passt dicke. Gegner mag ich sowieso nicht. Er ist auch wieder so der erste Dried Lake Aufenthalt, da muss man sich auch wieder besinnen und sagen, okay, wir sind noch nicht im Farming-Modus. Noch ist es das erste Mal, dass wir hier sind, noch sollten wir vielleicht erstmal schauen, ob wir überhaupt zurechtkommen. Wenn sich das bis jetzt gerade gar nicht so schlecht darstellt. Ja, mit dem Schaden bin ich insgesamt ein bisschen unzufrieden gerade, aber es ist noch im Rahmen.
schon gewundert, wo der Schaden herkommt. Dumm-di-dumm. Ist lustig, wenn man die ganze Zeit die Streamer beim Dried Lake Farm gesehen hat, das, dann ist immer so dieses Gefühl, als wenn man selber die ganze Zeit Dried Lake gefarmt hätte. Schon ein bisschen ermüdend für die Augen irgendwann. So, das sieht ganz gut aus. Jawohl, da ist... Ja, voll! Da ist er, der Voll. Aua. Ich finde es echt erstaunlich, wie gut der einstecken kann. Ich frage mich mal aus dem Fenster zu sehen, ich meine... Oh, also, oh, das ist bunt hier. Ich meine einfach mal so sagen zu können, dass Vol sicherlich einer derjenigen normalen Nicht-Endgegner ist, also nicht Akt-Endgegner, der am meisten verträgt an Schaden. Schneller tot. So, ich überlege jetzt gerade hier schon die ganze Zeit, wie ich weitermache. Also ich wollte auf jeden Fall, wie gesagt, Dried Lakes noch ein paar Level machen. Mir mindestens noch die Schadensknoten holen, die mir fehlen und vielleicht auch noch ein bisschen Leben. Also sprich, so 5-6 Level-Ups wollte ich eigentlich schon noch ganz gerne holen. Jetzt gucken, wobei... Was war das jetzt hier? 55, 57. Das heißt, 3 Level-Ups noch, die effektiv sind. Dann bin ich 5 Level drüber. Ja, huch. Ja, oh, ja doch. 6-7 Punkte wäre schon eigentlich nur realistisch, die jetzt zu holen. Das kann man eigentlich durchaus machen. Mal so ein bisschen am Killspeed dann arbeitet und vielleicht noch dann das Glück hat, dass vielleicht noch was Schönes fällt, was einem das Leben generell irgendwie in irgendeiner Weise angenehmer gestaltet. Denke ich mal, kann man hier auch ein bisschen mehr Tempo machen und dann sollte das in einer absehbaren oder in einer vertretbaren Zeit machbar sein. Auf der anderen Seite möchte ich euch das jetzt auch nicht unbedingt zumuten, dass ihr mir jetzt stundenlang hier im Dried Lake zugucken müsst. Wie ihr wahrscheinlich gerade gemerkt habt, irgendwie habe ich mich gerade selber auch wieder so ein bisschen eingeschläfert hier. Doch, ich denke mal, wir könnten uns noch dran wagen, die, den Weg zu den Träumen zu bestreiten. Die Träume selber, gerade dafür würde ich auch gerne dann schon wieder ein bisschen mehr haben an Level. Vor allen Dingen an Schaden und, wie gesagt, am liebsten auch noch ein bisschen Leben dabei. Wenn ich so an Kämpfe gegen Deresso und... Also nicht mal... Also gut, Deresso ist sicherlich von den Gegnern her der schlimmste Einzelgegner, der in den Träumen wartet.
King Combe ist ein bisschen einfacher, auch wenn der Kampf insgesamt etwas spektakulärer, weil wesentlich voller aussieht. Also, die Arena ist kleiner und da läuft mehr Zeug rum. Deswegen sieht das irgendwie, finde ich, immer gefährlicher aus. Der Schlag selber ist auch heftig, aber da kann man deutlich besser trotz allem irgendwie Schaden entgehen, habe ich so das Gefühl. Aber gerade der Weg zu Duresso, den finde ich also mit diesen kleinen Arenen, wo man die Gegner erstmal weghauen muss, da bin ich also auch schon mal hin und wieder gestorben. Definitiv nicht unbedingt zu unterschätzen. Deswegen, wie gesagt, die Träume, da fühle ich mich noch nicht ganz berufen gerade. Hm, 30 Movement Speed. Schade, dass da sonst nichts drauf ist. Was ärgerlich, hätte da nicht zumindest irgendwie nur Leben drauf sein können. Wenn da jetzt Leben drauf gewesen wäre, wären die Schuhe ein Träumchen. So, was haben wir hier? Physical Damage ist ganz nett. Weapon Elemental ist auch ganz nett. Geschick, Intelligenz, Feuerresistenz. Warum muss es ein Moonstone Ring sein? Warum kann es kein Diamond Ring sein? Sie. Mit ein bisschen Leben drauf. Dann könnte das schon fast mein gemaltes Traum-Item sein. Komm. Yes. Ohne Resistenz und Leben, wenn da gar nichts drauf ist, das ist dann doch ein bisschen zu wenig. Dann reißt es auch das Movement Speed alleine nicht raus. Ich meine, Schuhe ohne Movement Speed sind immer ein Albtraum. Kann man zwar machen, aber es fühlt sich halt unheimlich träge dann an. Was ich gerade jetzt hier bei dem Bogencharakter auch, also das ist eigentlich mein größter Mangel, den ich im Moment sehe. Ein vom Spielfluss, vom Gefühl her, dass der Charakter relativ langsam zu Fuß ist. Aber ist klar, die ersten guten Laufschuhe, die ich finde, sind gleich erstmal ohne irgendwas. Was sagt denn die Strongbox? Additional Sockel. Onslaught. Okay, okay, okay. Da ist der Sockel ja hilfreich. Dann kriegen wir irgendwas Schönes. Ein Blood Rage an. Wow, ich bin überwältigt. Ob all des Ludes. Der Dreck sagt doch gleich mal eben, auf mich schießen zu müssen hier aus dem Nichts. Gibt's ja gar nicht. So, Leute. Gegner. Na, ist klar. So, ich brauche Gegner, sonst ist mein Blood Rage abgelaufen. Das war mal ein kleiner Irrweg. Kann man mal einstreuen. Eine Kreuzung. Wir gehen mal hier lang.
Steinkreis. Keine Zeit für Steinkreise. Minen Level 2. Das klingt gut. Zumindest schon mal einen Skillpunkt. Hey, vorsichtig vorher. Unangenehmer Gegner mit viel physischem Schaden. Ich würde mich schon ganz wohl fühlen, eigentlich, wenn ich meine Rüstung schon mal hätte. Die Lion's Eye. Gucken, vielleicht habe ich irgendwann am Ende des Charakters auch mal nochmal drauf, welches Lion's Eye Teil wovon ist. Ich versuche es einfach mal. Bei den Rüstungen und bei dem Juwel verhaue ich mich gerne. Also Lion's Eye Glare ist der Bogen. Lion's Eye Vision ist das Juwel und Lion's Eye Fall ist die Rüstung. Ich hoffe mal. Vielleicht ist es bei Rüstung und Juwel auch andersrum. Wie gesagt, jedenfalls wäre das schon ziemlich cool, wenn ich die Rüstung zumindest schon mal hätte. Dann hätte ich wesentlich mehr Rüstungsklasse. Und das tut mir im Moment auch noch so ein bisschen weh. So ein bisschen... Ich habe ja meine Grace-Aura geopfert, um dafür Hatred zu benutzen. Was sicherlich auch angesagt war. Ich meine, offensichtlich, bis jetzt lebe ich ja noch, also kann es nicht ganz schlecht gewesen sein. Aber ich fühle mich gerade wirklich echt nicht so ganz sicher. Ich hätte lieber mehr Rüstungsklasse noch. Der Gegner gerade Reflect hatte. Habe ich auch nicht so richtig gemerkt. Ich habe gerade nicht geguckt, war es Physical Reflect oder Elemental Reflect. Weil meine Treffer eigentlich nicht so wahnsinnig hart pro Stück sind. Schaden von dem Charakter hier, von Tornado Shot, kommt ja doch eher durch die Anzahl der Pfeile und weniger durch den einzelnen Pfeil. Blöden Aura da einmischen. Wo bist du denn? Da hinten steht er. Okay, ist der Spirit. Oh, brauche ich den Gegner gar nicht. Dann muss ich das auch nicht haben. Wenn ich den nicht umhauen muss, dann... lassen wir's. Eine Arcanist, okay. Fusing. Immerhin. Gut, man hätte natürlich auch in Transmutation investieren können. Dieses schöne Ding contains 8 additional items. Toll. Wo ist denn hier der Ausgang? Ausgang? Haben Sie einen Ausgang gesehen? Da oben vielleicht. Flasche. Nehmen wir auch mal mit. Oh ja, Flaschen. Flaschen ist auch ein schönes Thema. Da gab es auch ein paar echt interessante, wie ich fand. Vor allem besonders spannend, ich habe aber leider vergessen, wie sie hieß. Eine Flasche, die den physischen Schaden reduziert. Ich weiß nicht mehr ganz genau. 20, 25, 30%, irgendwie sowas.
auch ziemlich... Das könnte sogar für viele Charaktere eine Alternative zu Granite Flask sein. Wenn man selber an sich keine Rüstungsklasse hat, oder relativ wenig und auch nichts im Baum groß an Verstärkung für Rüstungsklasse, dann ist eine Granite Flask allein meistens auch nicht so der Riesenbringer. Klar, besser als nichts ist immer ein bisschen Schutz dann. Aber der ist doch vergleichsweise dann gering. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da so eine Platte 20% Reduzierung, wenn es nur 20% sind, dass das allemal besser sein könnte. Aber auch sonst, die neue Quarzflasche war es, glaube ich, mit Dodge drauf. Fand ich auch ziemlich witzig. Dann gab es noch eine, die Consecrated Ground verursacht. Das irgendwie nach meinen Informationen auch am Ende des Tages einfach mehr Schaden ausmacht. Aber gut, da gab es ja auch noch hier die schönen Zusatzsachen beim Templar. Da gab es dann so eine Subclass. Ich weiß nicht, welche war es denn. War es Element? Nee, der Inquisitor? Der war es, glaube ich, nicht. Was auch immer. Wer ist denn die dritte Klasse? Hierophant, Inquisitor und der dritte ist irgendwie dieser Supporter. Guardian? Guardian hieß der, glaube ich. Jedenfalls, überlege ich gerade, ob ich Vorage hier helfe. Eine von den Klassen hatte was, das irgendwie mit Consecrated Ground im Zusammenhang stand. Irgendwie auch nochmal mehr Schaden und noch irgendwas, glaube ich. Ist gar nicht mein Golem. Ich dachte irgendwie, ist ja mein Golem. Ich habe ja einen anderen. Meiner ist auch mal wieder tot, natürlich. Könnte es anders sein. Ja, komm. Quatschen wir dich mal an. Target on low life. Give the target alive. Wenn ich vorbeikomme, könnte ich es probieren. Das müsste eigentlich gehen. Heute habe ich sie wieder nicht mehr im Weg finden. Da sind wir doch. Gut, dann haben wir das auch schon mal. Ich denke, eigentlich sollte auch die Zeit jetzt lang genug sein, dass man hier eine schöne Pause mal einstreuen kann. Schauen wir noch kurz, was wir haben. Leben, Feuer, Kälte, Trippelresistenz sogar insgesamt. Och ja. Das ist mal ein Upgrade, würde ich meinen. Doppelt so viel Rüstungsklasse. Mehr als doppelt so viel Rüstungsklasse. Ne, doppelt so viel ungefähr. Leben ist überhaupt drauf. Resistenzen sind nahezu identisch. Ein bisschen weniger Kälte. Ja, ausgerechnet die, die mir fehlt, egal. Ja, perfekt. Muss ich nur noch die passenden Sockel reinkriegen. Was haben wir denn hier? Blink Arrow Lesser. Hatred. Ja, das wird sich machen lassen. Ist ja auch eine Kombo-Rüstung, da sollte irgendwie ein grüner Sockel zu besorgen sein. Ja, die Rüstung gefällt mir. Die ist auf jeden Fall schon mal ein Update. So, die Amethystflasche. Ja, warum denn nicht? Regenerierst du eigentlich 1600? Ja, doch, die müssten eigentlich als, als die langsameren? Als Bubbling-Flasche müssten die okay sein. Gut, jetzt wollte ich schon wieder in Dried Lake rennen. Nein, also dann soll das erstmal soweit reichen für das Video. Ja, beim nächsten Mal, wenn wir den Charakter sehen, so er denn noch lebt, wo ich mal zum einen von ausgehe, was ich vor allen Dingen aber sehr hoffe,
Dann sollte der den einen oder anderen Dried Lake Run noch hinter sich haben. Dann wird er zumindest levelmäßig ein wenig anders aussehen. Ob der equipmentmäßig anders aussieht, das weiß ich dann noch nicht. Wie gesagt, die Rüstung, die werde ich irgendwie anziehen. Muss ich mal gucken, wie ich das hinzaubere mit den Sockeln. Muss ich dann erstmal was rausschmeißen. Wird aber alles schon irgendwie hinhauen. Ja, ich denke mal, ja, spätestens morgen das nächste Video. Vielleicht schaffe ich es heute sogar noch eins aufzunehmen. Das kann ich aber nicht versprechen. Ich versuche aber trotz allem Gas zu geben, um dann zumindest noch ein bisschen was hinzukriegen, bevor die Liga abläuft. Nichtsdestotrotz werde ich auch weiterhin versuchen, alle Infos aufzusaugen, die ich bekommen kann über die neue Erweiterung, über Ascency. Die halt. Ja, bevor ich jetzt völlig den Faden verliere, sag ich mal, bis zum nächsten Mal.